Südamerika, Peru. Das Hochgebirge, die Anden. Etwa 1000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lima, 300 Kilometer von der nächsten größeren Stadt, Cusco. Hier in 4000 Meter Höhe wohnen Indios in weit auseinanderliegenden Gehöften, die oft durch tiefe Schluchten und reißende Gebirgsflüsse voneinander getrennt sind. Dies ist ein solcher Fluss, der Rio Apurimac. Seit vielen hundert Jahren schon führt an dieser Stelle eine Hängebrücke über das Wasser. Die Brücke ist aus Gras gebaut und wird schnell wieder baufällig. Die Indios müssen sie deshalb etwa alle zwei Jahre erneuern. Einmal war eine Filmgruppe bei den Arbeiten dabei. Daher können wir den Bau der Brücke jetzt mitverfolgen. Vor dem Brückenbau zünden die Indios das heilige Feuer an. Sie bringen den Göttern ein Opfer dar und bitten sie um ihre Hilfe. Die Opfergaben, unter anderem die Blätter der Coca-Pflanze, werden ins Feuer gelegt. Es brennt drei Tage lang, während die Brücke gebaut wird, und soll Schutz und Stärke geben. Unsere Großväter und Urgroßväter haben die Brücke gebaut. Und wir folgen ihren Spuren. So ist unser Brauch. Mit 5 Coca-Blättern und den anderen Opfergaben. Und es ist genau so, wie es unsere Urgroßväter und die Väter unserer Urgroßväter gemacht haben, bevor sie damit begannen, die Brücke zu bauen. Das Baumaterial der Brücke ist ein besonders hartes Pampa-Gras, das hier in der Hochlandsteppe in großen Mengen wächst. Die Indios klopfen die harten Grashalme geschmeidig und drehen sie zu langen Stricken. Dies ist der Baumeister der Brücke mit seiner Familie. Sie sind Bauern, wie alle Bewohner der umliegenden drei Gemeinden auch. Sie alle helfen bei den Arbeiten. Der Brückenbau ist ihr Gemeinschaftswerk. Meter lang ist jeder Strick. So lang nämlich müssen die Seile für die Brücke sein, die aus mehreren Stricken gedreht werden.
Die fertigen Grasstricke werden ausgelegt, immer 12 nebeneinander. Auf beiden Seiten des Flusses die gleichen Arbeiten. Hier werden die dünnen Stricke schon zu armdicken Seilen gedreht. 18 solche Seile benötigt man. Aus je 3 Seilen flechten die Indios einen dicken, schweren Strang. 6 solche Stränge werden für die Brücke gebraucht. 4 für den Boden und 2 für die Geländer. Damit vergeht der erste Tag des Brückenbaus. Ein Kameramann aus der Filmgruppe besucht zwischendurch den Baumeister der Brücke. Zur Begrüßung reicht er ihm ein paar Kokablätter. Sie sind ein Zeichen der Gastfreundschaft, dienen aber auch als Opfergaben und vermitteln, wenn man sie kaut, ein Gefühl der Kraft und Ausdauer und machen die Indios unempfindlicher gegen Hunger, Durst, Hitze und Kälte. Der Kameramann fragt den Baumeister einiges über die Geschichte der Brücke. So wie wir jetzt, Koka kauend, hat schon mein Großvater die Brücke gebaut. Und von ihm habe ich den Brückenbau gelernt. Er selbst hat es von seinem Vater gelernt und sein Vater von den Großvätern und die Großväter von den Inkas. Und so mache ich die Brücke seit vielen Jahren. Seit wie vielen Jahren? Seit etwa 15 Jahren. Und wer lernt den Brückenbau nun von dir? Ich habe einen Gehilfen. Er wird derjenige sein, der die Brücke bauen wird, wenn ich einmal alt bin. Er kann das Brückenflechten schon sehr gut. Und was hat es mit diesen Grasstricken auf sich? Diese Grasstricke sind der Beitrag der einzelnen Familien der Gemeinschaft zum Bau der Brücke. Und mein Gehilfe und ich beenden die Konstruktion am 3. der 3 Bautage. Wie lange halten solche Stricke? Je nachdem, wie sie beansprucht werden. 1 bis 2 Jahre. Der 2. Tag des Brückenbaus beginnt. Die Männer tragen die zentnerschweren Grasstränge zur Baustelle. Okay,
Während einige Männer noch weitere Stränge heranschleppen, haben andere schon mit dem Neubau der Brücke begonnen. Über die alte Brücke und mit Hilfe von dünnen Stricken ziehen sie die Stränge und anderes Baumaterial über die Schlucht. Erst danach löst man die Reste der alten Brücke, die das Wasser dann wegreißt. Wie die Brücke selber, so bestehen auch die Befestigungen an den beiden Uferseiten nur aus Naturmaterial. Die Stränge werden um Steinblöcke gelegt und mit Stricken festgebunden.
Am dritten Tag des Brückenbaus beginnt der schwierigste und gefährlichste Teil der Arbeit. Es ist der Tag des Brückenbaumeisters und seines Gehilfen. Um der Brücke Halt zu geben, verknüpfen sie die Stränge mit unzähligen Grasstricken, die, alle hintereinander gelegt, eine Länge von 5 Kilometern ergeben würden. Diese Arbeit, 16 Meter über dem reißenden Apurimak, dauert vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag. Die Stricke werden vorher angefeuchtet. Dadurch werden sie elastischer, sodass man sie besser verarbeiten kann. Feuchtigkeit verlängert aber auch die Haltbarkeit der Brücke insgesamt. Bei längerer Trockenheit wird das Material schneller spröde und die Brücke muss früher erneuert werden. Zum Schluss kommen noch Grasmatten auf den Boden. Erst am Spätnachmittag des dritten Tages wird die Brücke fertig. Ungefähr 70 Meter lang, 80 Zentimeter breit, die Seitenwände 1,20 Meter hoch. Eine gemeinsame Arbeit, auf die alle stolz sind. Para que o ar, o ar, e para que o ar.